Servus und grüß euch zu ÖH, dem manchmal lustigen, aber immer bayerischen Podcast. Heute ist, Oleg, jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Heute ist Dienstag, der 24. März 2020. Jo. Mit dabei ist wie immer der Bömi. Grüß Gott. Und ich bin der Marco. Aber nicht neben dir. Nein, ich habe auch nicht gesagt, neben mir sitzt wie immer der Bömi, sondern ich habe gesagt, dabei ist der Bömi, weil der Bömi ist nämlich virtuell, also remote dabei. Richtig. Also der Bömi ist quasi, sagen, woanders. Der Bömi ist quasi von der Weiden ziemlich entfernt. Ja. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass er nicht da ist. Ja, quasi. Also ich bin schon da, aber nicht da. Ja, ich meine, die meisten von euch kennen es ja wahrscheinlich eh schon Dinger. Warum wir mir nicht beieinander sitzen. Ja, das C-Wort, glaube ich, wollen wir in diesem Podcast so selten wie möglich in den Mund nehmen. Aber wir haben mal wieder. Bitte? Kofefe? Ja, genau, Kofefe. Mhm. Aber wir haben mal wieder Katzen noch Mühlen gescheut. Weder Katzen noch Mühlen gescheucht. Um trotzdem aufnehmen zu können, weil wir ja quasi schon mal eine Sendung haben ausfallen lassen. Terminlichen Gründen, und das können wir nicht nochmal bringen, um unsere Fans da draußen nicht zu enttäuschen, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir halt einfach mal das bisschen remote aufnehmen, das kriegen wir mir auch hin. Bei mir schaut es zwar aus wie bei Hempels unterm Sofa, jetzt mit den ganzen Kabel, wo ich da ausgeklickt habe, dass das irgendwie funktioniert, aber es funktioniert. Das ist mir wurscht, weil das sehe ich Webcam nicht. Eben. Außerdem muss man dazu sagen, dass dieses Vorhaben jetzt von wegen... Jetzt ist der Marco weg, ich höre ihn nicht mehr. Du hörst mich nicht mehr? Wieso hörst du mich da nicht mehr? Ich bin noch ganz einmal da. Während ich Brezen bin ich da. Hey, jetzt ist er wieder da. Na schau. Funktioniert einwandfrei? Nix. Das ist wieder Studio Link wahrscheinlich. Cool. Das Internet. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ich wollte sagen, dass dieses mal eben schnell eine Videokonferenz und eine Live-Schalte eine Audioschalte aufzubauen, haben wir angefangen vor einer Viertelstunde. Circa, ja. Wo wir gesagt haben, okay, das kriegen wir auch hin. Haben wir sie gebraucht? Ja. Es hat einiges an Nerven gekostet. Gut, ich hätte zwischenzeitlich eine Software und einen Rechner wechseln sollen, aber jetzt glaube ich, kriegen wir diese Sendung hoffentlich einigermaßen reibungslos über die Bühne, mit der ein oder anderen Störung. Aber ich sage mal, bei der C-Krise da draußen gibt es ja was Erfreuliches zu verkünden für unsere Hörerinnen und Hörer. Magst du sagen oder soll ich es sagen? Ich sag's. Ich bin Papa. Ich bin Papa. Der Bömi wird Papa. Wisst ihr das von der Lautstärke her? Den Applaus. War der laut genug? Frei. Gut, wunderbar. Der ist laut genug. Ja, der Bömi wird Papa. Mhm. Und beim letzten Mal aufnehmen, da war das nur zu frisch. Es gibt ja also, glaube ich, so Zeiten in der Entwicklung des Kindes, wo man halt noch wartet. Einfach, weil vielleicht noch Sachen passieren könnten. Genau. Ich weiß das. Da sind wir über den Berg. Ich weiß das, ich bin ja auch Papa. Und deswegen möchte ich da zwei wertvolle Tipps mitgeben, ja, auf deine künftige Vaterschaft. Jetzt kommt was. Jetzt muss ich mal schauen, ich möchte einfach der Gesicht größer sehen. Also nicht, dass ich das so toll finde, aber irgendwie ist das da so winzig da unten im so? Eck. So? Das so war das nicht gemeint. Ah, jetzt habe ich die aber da um. Da wollte ich die aber auch nicht haben. Jetzt macht mir das Nase bereit. Immer mir ins Ohrstein mit dieser Videokonferenz. Voll geil, das oder? Das ist der Wahnsinn. Ah, jetzt. Sehr gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ich wollte ja zwei wertvolle Tipps mitgeben. Das erste ist, bin gespannt. Bring deinem Kind niemals Sprecher bei. Ja, weil wenn man der nächste Schritt mehr, was bei mir dabei rauskommt. Ja, genau, der nächste Schritt, wenn man uns Sprecher beibringt, sind Widerworte, und Widerworte willst du nicht haben. Ja, trust me. War sinnvoll. Wenn's das, also leider Gottes ist ja so, dass du irgendwann mal das Kind der Gesellschaft übergibst, sprich das Kind kommt dann in den Kindergarten oder in den Hort oder was auch immer, wird also sprechen lernen, und dann musst du sicherstellen, dass sich dein Kind mit dem richtigen Namen redet. Ja, und du hast ja die Wahl. Ja, 99,9% machen den Fehler und lernen dem Kind Mama und Papa. Das kann man aber komplett anders gestalten. Du kannst dem zum Beispiel beibringen, dass die Großmeister nennt. Oder das sowieso. Oder Star-Lord. Oder aber irgendwas, das war, irgendwas das Cooles. Das finde ich nicht einmal nur aufs Kind beschränkt. Also ich finde, das soll grundsätzlich so sein. Mir soll grundsätzlich jeder Großmeister nennen.
Ja, ne, das ist bei den Erwachsenen ist das schon so konditioniert, das kriegst du nicht mehr außer. Aber bei den Kindern, also bei dem eigenen vor allen Dingen, lernen halt einfach Star-Lord statt Papa. Wie Das cool war war cool. das? Ach, deswegen nennst du mich immer Papa. Du bist schon überkonditioniert. Ja, genau. Überhaupt ist das total ungut. Warum hast du dein Bart abrasiert? Das ist so schrecklich. Was hat dir denn da geritten? Hey, ja, mei, ich wollte mal wieder ein bisschen Frischluft an meine Haut hier lassen. Aber ausgerechnet, wenn wir mir Videokonferenzen müssen. Das Hey, hättest du ja, mein danach auch Gott. da Kinder haben und 7 Wochen nicht gesehen, dann war er wieder nachgewachsen. Dann mache ich das so. Ja, genau. Tu mir die Webcam so weit auf, dass man die untere Gesichtshälfte nicht sieht. Überhaupt dann Nosen aufwärts, weißt Das so ist super. So ist, nein, ist eine besser. Bisschen so wie die Annoying Orange. Ja, genau. Nein, ist eine besser. Nun Los gut. muss. Jetzt weiß ich Ja, aber nicht. der Martin hat mir ja auch schon sehr gute Tipps gegeben für die Schwangerschaft. Das Wichtigste ist ja sowieso, wenn es ein Dirndl wird, dann muss man schauen, dass man es vom Rotlicht fernhält. Wenn es ein Bub wird, muss man schauen, dass man es vom Blaulicht fernhält. Das ist Ist eigentlich wichtig. so sehr wichtiger Erziehungstipp. Eigentlich kann man da seine gesamte Beziehung drauf, Erziehung drauf aufbauen. Das ist richtig. Das ist richtig. So, jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt kriege ich das Fenster nicht mehr her. Das Aufnahmefenster ist weg. Hilfe! Wir haben uns total überfordert. Wir haben solche Saugut. Technik-Genies, das ist der Wahnsinn. Jetzt pass auf, da Warten ist wir der. zwar einen ganzen Tag in einer IT-Firma, aber für sowas haben wir dann doch zu spät. Scheißegal, IT-Firma, hin oder her. Da ist es ein komisches Symbol auf meiner virtuellen Tastatur. Wenn du da draufdrückst, dann explodiert gleich alles. Das ist das Pornhub-Logo, Marco. Na, jetzt pass auf, jetzt ist da der Schreibtisch wieder, jetzt sehe ich die nicht mehr. Kameraübertragungsfenster wurde abgekoppelt, sagt er. Ja, meine Frage ist halt jetzt, wie man es wieder ankoppeln kann. Und das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Übertrage jetzt mal, ich tue jetzt mal die Bildschirmübertragung weg, ja? Weil sonst kriege ich das Fenster nicht mehr hier. Siehst du mich nicht mehr, gell? Oder am Bildschirm siehst du Doch, nicht ich mehr. sehe dich noch, aber dein Bildschirm sehe ich nicht. Oh mein Bimi, sagst du. Ich würde sagen, das werden wir nachher rausschneiden. Wieso soll man das rausschneiden? Die Leute dürfen schon mitkriegen, dass wir mir, wie inkompetent, dass wir mir sind. Aber du kannst Dann ja. bringen wir eine Stunde damit. Aber du Ich kann kannst. schon mal was anfangen, Ja, meinst du du? kannst ja schon mal irgendein Thema. Ich Genau. kann schon mal irgendein Thema aus. Lass mich schauen, was haben wir denn? Ja, es ist halt schwierig, weil du mir jetzt das halt dann aufmachen, gell? Und anschauen. Ja, klar, das mache ich dann auch. Das mache ich auch. Na gut, dann. Du weißt ja, wie das ist mit Schildern. Es gibt auf der einen Seite gibt's, sehr coole Schilder und es gibt auch oft Schilder, die haben eine Geschichte. Also müssen eine Geschichte haben, weil es geht nicht anders. Und da habe ich eine Seite gefunden mit 20 sehr lustigen und komischen Schildern, die habe ich da freigegeben. Da kannst du mir ein bisschen was vorlesen, wenn du magst. Okay, jetzt pass auf. Jetzt wird es ein Telefon. Jetzt schauen wir mal, wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Ding? War das ein Fundstück oder war das ein Beitrag? Nein, ist Ah, weiter. Best Science Ever. Da haben wir da. 20 strangest, funniest signs you will ever see around you. Welcome to our Pool. Ach so. Das ist bestimmt für unsere Hörerinnen total interessant, wenn ihr Schilder anschaut. Zum Beispiel, was haben wir denn Er da? liest halt dann muss vor. Rest in Peace. Ein Kirchenschild, wo drauf steht: Don't let worries kill you, let the church help. Oder was haben wir denn noch? In den USA ein Warnschild vor sudden gunfire. Also plötzlichem Schusswechsel. Achtung, dieses Schild hat scharfe Kanten. Do not touch the edges of this sign. Voll gut. Warning to tourists, do not laugh at the natives. Ist das in Bayern auch nicht? Das kann man bei uns Hey, der auch. Marco, oder Hosen noch? Ja, ich habe Hosen noch. Sei froh, weil ich gerade aufgestanden bin. Und meinen Schritt in die Kamera gehalten habe. Super. Ja, aber das Fenster zu machen müssen. Das ist mir zu kalt. Beware of dog, please ring bell. Ja, da waren echt aber gute dabei. Prepare for the unexpected. Ja.
Ja, ich habe da noch einen zweiten Link freigegeben mit weiteren 60 Zeichen. Oh mein Gott. Nochmal 60 Zeichen. Und diese Zeichen haben wohl meistens auch irgendwie, ich glaube, das war der Link, wo auch ein paar Geschichten wohl dahinter stehen. Dishes are like partners. Your workmates shouldn't be doing yours. Please wash your own dishes. Mhm. Ja, das sind Lebensweisheiten für die Arbeit quasi. Oder Schilder, die, die man auf Arbeit. Auf jeden Fall, ja. To make brown water, push once. Oh, eine Kaffeemaschine. Ja, ja, ja. Please don't use Comic Sans. We are a Fortune 500 company, not a lemonade stand. Sehr gut. Sehr gut. Oh mein Bimmy, was soll ich denn? Denke ich, oh mein, ja. Heißt das ungewohnt? Naja. Da zum Hocker und doch mit uns zum Reden. Mein Gott, nein. Ja, ja, das Problem ist eigentlich. Das ist wie mit meinem imaginären Freund. Das ist wie mit deinem imaginären Freund. Jetzt müssen wir schauen, ob ich da nicht irgendwie die Fenster so anordnen kann. Das ist mir alles zu unübersichtlich. Das ist mir alles zu unübersichtlich, Bömi. Da komme ich nämlich ein wenig durcheinander. Jetzt muss ich das da auflegen. Und dann muss ich. Nein, das war jetzt falsch. Das war falsch, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich, wenn es Verbindung weg ist. Oh Mann. Mach das nächste Thema, Bömi, bis ich mich da zusammenklickst auf meine Fenster. Oh mein, Erwin. Oh mein, oh mein. Ah ja, ich habe dir versprochen, es wird wieder mal eine ja, leicht anale Folge. Hast du das? Habe ich das nicht geschrieben? Ich hätte schon gemeint. Ich habe nämlich ein paar Popo-Sachen. Das Popo-Sachen? Ja, Popo-Sachen. Fangen wir da damit an. Und zwar im Zuge der aktuellen Krise, was ist das Number One Thing, das du unbedingt brauchst? Momentan auf jeden Fall. Das Number One Thing, was ich unbedingt brauche? Also was jeder momentan braucht. Und das ist ja auch prügeln. Ja, du meinst dann einen Mundschutz? Nein, das ist ja schon wieder out. Klobapier. Ach so. Jeder Mensch braucht Klobapier. Doch, Klobapier hat jetzt einfach schon jeder daheim. Deswegen ist das jetzt... Kann man meinen. Aber es gibt im Internet einen Klopapierrechner, der dir berechnet anhand der Menge an Klopapier, die du zu Hause hast, welches Klopapier das ist, wie viele Personen im Haushalt leben, wie oft man täglich aufs Klo geht, wie lange dein Vorrat quasi hält. Okay. Why not? Und, bitte? Why not? Warum nicht? Why not? Und du kannst das auswählen, also zwischen einer und 300 Klopapierrollen. Dann ist die Frage, welches Klopapier eben einlagig bis fünflagig. Aha. Personenanzahl bis maximal 6, wie oft man aufs Klo geht. Und das, die zwei coolsten Sachen sind eigentlich einmal mit die Abwischtechnik. Da gibt es nämlich den Falter, den Knüller und den Wickler. Aha. Der Falter ist quasi wohl mit 1 gewertet, der Knüller verbraucht 20% mehr Klopapier und der Wickler 40% Klopapier mehr. Okay. Und die wichtigste Frage, die sich aber am Schluss stellt, ist, wie ist der Stuhlgang? Und zwar angefangen von Verstopfung mit ein Blatt je Gang, rüber über Durchfall 15 Blatt bis zum Bierschiss 25 Blatt und pro Gang eine Rolle ist dann der atomare Endschiss. Der Toilet. Das weist halt aus. Genau, der Scheißpapierrechner. Mhm. Also der heißt tatsächlich so. Ich habe. Ah, da unten ist er. Mhm. Tatsächlich. Und da kannst du dann ausrechnen, wie lange dein Klopapiervorrat halten wird. Also ob du quasi bis in die Apokalypse hinein scheißen kannst. Richtig. Das ist super. Ist eine super Sache. Wie ist der Stuhlgang? Mhm. Das ist, ich finde, das ist ein Service von uns an euch. Ja. In dieser schweren C-Zeit, damit ihr immer genügend Klopapier zu Hause habt. Aber sagen wir mal so, ohne jetzt eine große Rechnung angestellt zu haben, ich glaube ja. Ja, wenn ich mir so anschaue, wo es in den letzten Tagen und Wochen an Klopapier weggekauft ist, glaube ich, jeder hat daheim genügend Klopapier. Um die nächsten drei Apokalypsen zu überleben. Um die nächsten drei Apokalypsen zu überleben, für wenn die Zeiten noch beschissener werden. Quasi. Ha. In dem Zusammenhang habe ich selber noch ein Fundstück dabei, das da ganz hervorragend reinpasst.
das musst du jetzt nämlich dann anschauen, wenn es ich freigegeben habe. Jetzt warte mal. Und zwar wird man ja quasi jetzt mit den Familienmitgliedern das Problem kriegen, wenn alle daheim sind und jeder geht fünfmal am Tag zum Scheißen, weil man hat so viel Klopapier, dass man sich diese zur Toilettenzeiten schon anständig aufteilen muss. Ja, also man darf nicht zu lang auf der Toilette sitzen. Und aus dem Grund ist es wichtig, sich einen Toilettentimer zuzulegen. Den habe ich auch schon gesehen. Und den habe ich jetzt, den habe ich dir jetzt geschickt. Beschreibe mal das Produkt, das du da siehst. Das ist so geil. Das ist quasi eine Sanduhr. In einem Plastikgehäuse, wo vorne drauf quasi einer gezeichnet ist, der halt auf der Schüssel sitzt. Und der Sand rieselt quasi von einem ausgeschnittenen Fenster innerhalb dieser Person, also was wir die Magengegend etwas beschreiben soll, quasi runter in die Schüssel, wo auch wieder quasi ein Plexiglas ausgeschnitten ist. Und da läuft halt der Sand obi. Und schaut aus, wie wenn er durchgehend Dünnschiss hält. Ja, ja. Also der Toilet-Timer ist für Procrastinators. Und eine 5-minütige Sanduhr, die du dir aufs Klo mitnehmen kannst und deinen Stuhlgang stoppst. Das ist super, oder? Das ist super. Kostet auch gerade $15. Ja, das ist ein Schnäppchen. Absolutes Schnäppchen. Runs for about 5 minutes. Uh-huh. The gift of timeliness. More than a gag. More than a gag. Das ist super. Finde ich auch. Sehr gut. Doch, hätte ich gesagt. Apropos Scheiße. Ja. Ja. Du hast bestimmt wieder irgendein deutsches Lied gut dabei, das da jetzt ganz wunderbar dazu passt, oder? Ich habe mir aber vorgenommen, also ich habe ja mehrere Fundstücke, etliche Fundstücke gesammelt jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate. Und ich finde, dass es eigentlich nichts Besseres gibt in solchen schweren Zeiten als Videos von Katzen oder von Babys. Ja, und nur viel besser von singenden Babys. Und ich schaue jetzt einmal, jetzt pass auf, Leute, ihr werdet jetzt wieder live Zeuge. Ich muss jetzt wieder einen Bildschirm freigeben, beziehungsweise eine Anwendung. Jetzt mache ich mir die Anwendung. Schäfer, pass auf. Die übertrage ich da jetzt. So, jetzt müsstest du das sehen. Ui. Ist das richtig? Ja. Ah, dann ja. Schau mal, ob ich das ein wenig größer machen kann da. Siehst du mehr hoffentlich. Und jo. Dann tue ich mal da aufmachen. Und zwar geht es darum, dass jemand sein Baby ein Mann, das ist übrigens, passt da wunderbar zu seiner bevorstehenden Vaterschaft und ich darf da übrigens empfehlen, das ähnlich zu machen, sein Baby über Monate hinweg gefilmt hat, immer wieder. Und das Baby hat Geräusche von sich gegeben und aus den Geräuschen, die das Baby so von sich gegeben hat, hat dieser gute Mann quasi einen Song zusammengeschnitten, den du und ich sehr gut kennen. Und den hören wir uns jetzt an. Gesundheit. Ich finde das lustig. Meine Herren. Ihr habt das alle erkannt, denke ich. Es war natürlich, also wenn es sowas muss, dann muss das schon brutal langweilig sein. Ja, vor allem diese ganzen Schnipsel zusammensuchen.
aus diesen ganzen Aufnahmen, um das überhaupt einmal zusammenschneiden zum Kinder, ist schon eine Meisterleistung. Das stimmt allerdings. Wahnsinn, geil, oder? Ja, kann man mal machen. Nicht schlecht. Das Sandastruck. Die finde super. Soll ich noch was hinterher schieben? Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen ja dieses C-Thema ein bisschen vermeiden. Aber so wie du quasi schon einen Tipp gegeben hast, also bezüglich, oder wir beide schon Tipps gegeben haben bezüglich Klozeiten und Klopapierverbrauch, was ja quasi indirekt mit diesem C-Thema zu tun hat, habe ich auch noch ein Thema dabei, ein Fundstück. Und zwar hat ein findiger Erfinder einen Gürtel erfunden, und zwar The Pandemic Prevention Utility Belt. Und wie der konkret ausschaut und was man damit machen kann, das schauen wir uns im nächsten Fundstück an. Es kann sein, dass ich da ein wenig Vieri spielen muss. I definitely cannot touch my face right now. No, no way. Okay, dann springen wir jetzt einfach zu dieser Werbung. And welcome back to Unnecessary Inventions. So after getting way too many messages, yes, today I'm tackling the coronavirus. And I'm getting the C-word out of the way early because also ist so ein Typ, der erklärt quasi, wie er sich so ein Prevention-Device für Coronavirus baut. Das könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen, das dauert 10 Minuten, aber am Ende steht da so ein fingierter Werbespot und den schauen wir uns jetzt an. This is the pandemic prevention bell. Stop spreading germs today. The included spandex wristbands will ensure your hands will never be able to reach your face. Keep those disgusting hands as far away as possible. No, face, touching. The right side holster features a distanceful hand shaker. Avoid all skin-to-skin contact immediately and only shake hands from a comfortable distance away. Sorry to all my best bras. Next, located on your left side buttocks, is a secondary fake arm and sleeve. Never sneeze into your hands, and only into your elbow to minimize any possible nasal spray outward. Lastly and most important are dual hand washing station. I'm not sure why I have to remind you to wash your hands, but just do it. Let's hear it. Can we get a round of applause for this? Oh man, super, oder? Alec, geh weiter. The inventing a prevention device. Ja, ja. Also für alle, die Probleme haben mit Händewaschen, in die eigene Armbeuge zu niesen oder mit Händeschütteln, sollten sie so einen Gürtel kaufen oder selber bauen, je nachdem, wahlweise. Geil. Finde ich super. Apropos sinnfreie Erfindungen. Mhm. Du kennst das. Du gehst auf die Nacht hin und alle 3 Meter steht ein Messerstecher und möchte Abstecher. Ja, passiert mir ständig bei mir. Du kennst das Problem, oder? Also das passiert da, wenn du vor allem an Kindergärten vorbeigehst, wenn die kleinen Gangster auszuspringen und die abmessern wollen. Aber dafür gibt es auch jetzt quasi ein Tool, mit dem man sich da behelfen kann. Und zwar ist das ein Selbstverteidigungsarmband. Ein Selbstverteidigungsarmband? Aha, wenn okay. du das einmal aufmachst, den Link, dann hast du da ein Wahnsinns Selbstverteidigungsarmband. Da schaust du mal, was das alles kann. Moment, ich schau mal, was ich finde. Die Beschreibung ist auch schon wieder super dazu. Ah, da ist. Hab schon gesehen. Jetzt schauen wir das mal her. In Ihrer Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten, steht da. Also es ist ein Pennigson volle Stahl-Selbstverteidigung Handarmbandkette. Das ist einfach eine ziemlich lange silberfarbene Ketten, die 1,3 Meter, 103 cm lang ist, 270 Gramm wiegt, kann brechen, Reißverschlusstop. Die Macht reicht aus, um den Eindringling abzuschrecken, aus rostfreiem Stahl gefertigt, wurde nie verrostet. Es hat einen Drachenkopf, der als Amulett sein kann. Es kann Glück, Geld für sie bringen. Die Länge kann durch eine Nasenzange leicht eingestellt werden. Was ist eine Nasenzange? Ich habe keine Ahnung. Gesetzlich vollständig. Es kann überall getragen werden. Da bin ich aber beruhigt, dass das gesetzlich vollständig ist für mich. Ja. Ja, ja. Vor allem musst du mal schauen, die Beschreibungsbeutel, das dritte von oben, das ist quasi ein Anwendungsbild.
wo einer quasi einen fingierten Messerangriff mit seinem 25-mal ums Handgelenk gewickelten Verteidigungsarmband abwehrt. Und das Ganze kommt in einer formschönen Schmuckschatulle und kostet nur 24,69. Der Wahnsinn. Ja, du kannst es auch, wenn du magst, als Taschenkette dran. Schaut bescheuert aus, aber man kann es machen. Schaut nur bescheuert aus, als wenn du es zur Verteidigung hernimmst. Ha. Sag mal, der gut informierte Angreifer schlägt dann einfach auf den anderen Arm. Und dann ist er ab. Oder direkt ins Gesicht. Lieber Arm ab als Arm dran. Wie war das? Allerdings. Nein, lieber Arm dran als Arm ab, sowas. So rum. Richtig. Das ist das beste Selbstverteidigungsding aller Zeiten, das sagte ich. Ich habe auch noch was Schönes. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da zeige als nächstes. Was das wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Eine Niveau? Das sowieso, das haben wir noch nie gehabt. Und zwar The Future is Now. Ja, unsere beliebte Kategorie. The Future is Now, die uns mal wieder zeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich bin da drauf gestessen, weil es gab eine Kickstarter-Kampagne. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für Produkt, ich glaube, es war irgendein Brettspiel. Und der Typ, der diese Kickstarter-Kampagne gemacht hat, respektive dieses Brettspiel, war alleine. Also das war quasi eine Ein-Mann-Firma. Und jetzt wollte er aber sein Produkt oder sich selbst oder seine Firma größer aussehen lassen, als sie ist. Mhm. Und hat halt einfach Beschäftigte, Angestellte erfunden. Was jetzt erstmal auch nicht so zukunftsträchtig ist. Aber jetzt, wie machst du das, wenn du Bilder für Beschäftigte haben willst, die es nicht gibt? Was tatst denn du? Ich meine, wenn es jetzt... Also Stock-Images halt. Naja, aber Stock-Images gibt es ja. Also sprich, wenn irgendjemand ein Stock-Image wiedererkennt, zufälligerweise. Achso. Dann hast du auch ein Problem. Dann sich selbst in 1000 Verkleidungen fotografieren. Nein, das geht viel einfacher, Bimi. Okay. Du gehst dann einfach auf den Link, den ich da freigegeben habe, und zwar auf thispersondoesnotexist.com. Moment. Und wenn du auf thispersondoesnotexist.com gehst, dann siehst du dort ein Bild. Okay. Und das ist ein computergeneriertes Bild einer nicht existierenden Person. What? Mhm. Und zwar aus was weiß ich, wie viel Hunderten oder Tausenden von Bildern quasi gemorpht oder gemerged oder was ich, wenn man das nennt. Nicht dein Ernst. Doch. This is real. Alter, wie geil. Und die schauen halt total real aus, die Leute. Und du kannst quasi jedes Mal auf Reload, also auf Refresh klicken. Ja. Und du siehst immer eine neue Person. Und es ist halt, es sind erwiesenermaßen Menschen, die es nicht gibt. Die hat diese KI quasi kreiert. Und das ist krank. Und das hat der Typ verwendet quasi für sein Projekt, für sein Kickstarter-Projekt und hat halt da, und das hat dann, ich glaube, dass der Besitzer oder irgendjemand, der an dieser Webseite da beteiligt ist, hat das wieder erkannt, und zwar hat diese KI wohl auch Schwachstellen. Also zum Beispiel, wenn es... Ja, am Hintergrund merkt man es teilweise. Ja, oder auch Personen mit Brille oder so, also das gibt halt eine bestimmte Art und Weise, wie dann die Dinge ineinander geblendet werden, und wenn du das weißt, wo du hinschauen musst quasi, dann merkst du das, und irgendjemand hat das halt gemerkt und hat das dann gemeldet. Ja, ist trotzdem krass. Ja, schaut brutal echt aus. Wahnsinn. Mhm. Also wenn du mal eine fiktive Firma aufmachst, Bömi, und einfach mal ein paar Mitarbeiter brauchst. Eigentlich war es ja nicht schlecht. Ich glaube, dass die sogar eine API oder so anbieten. War ja nicht schlecht für die Firma, wenn man für unsere Demo-Datenbestände irgendwie neue Gesichter braucht. Stimmt. Ist cool, oder? Wissen. Das ist schon krass. thispersondoesnotexist.com. Das ist Wahnsinn. Fand ich ziemlich erstaunlich, wie ich das gesehen habe. Generative Advisory Network, Machine Learning and Data Mining, StyleGAN heißt das Ding. Das ist schon krass. Das ist wohl von Nvidia. Keine Ahnung. Also es ist von der Nvidia CUDA Software abhängig.
Also wird damit hergestellt. Voll krass. Oh, ist ja krasse Scheiße. Der Code ist auch wohl Open Source. Also den kannst du bei GitHub auch schauen. Mhm. Don't panic, learn how it works. Mhm. Super, oder? Ist gestört. Habe ich dich jetzt erstaunt. The future is now. Cranker Shit. Also, falls... Kann ich eigentlich fast gar nicht mehr überbieten heute. Also, liebe HörerInnen, falls euch schon abgegangen ist, dass wir mir mit unserem beliebten Neumarkter Lamsbräu anstessen, dann sei euch gesagt, es ist leider sehr, sehr schwierig über die Entfernung. Wir haben leider kein Anstoßgeräusch aufgenommen im Vorfeld. Also weder haben wir ein virtuelles Anstoßgeräusch, noch habe ich ein Neumarkter Lamsbräu zur Hand, im Gegensatz zum Bömi. Der sitzt nämlich seit, weiß ich nicht, für über viele Wochen auf einer Kiste Bier daheim. Ich habe noch gar keine gekauft, weil ich die frisch kaufe, wenn wir wieder beieinander hocken. Achso, ich habe mir gedacht, du hast das, die hast du in den Naturalien quasi. Nein, ich habe quasi die Liquidität das Budget dafür erhalten. Das Budget. Richtig. Achso. Richtig. Ja, nun denn. Ja, so schaut's aus. Naja, da bist du wieder dran. Oder soll ich mir ein Fundstück raushauen? Ah ja, ich warte mal, ich habe doch auch noch eins gehabt. Ja, das ist ganz witzig. Du kennst Bohemian Rhapsody. Natürlich kenne ich Bohemian Rhapsody. Den großartigsten Rocksong aller Zeiten, verwendet in der großartigsten Comedy-Szene aller Zeiten in Wayne's World. Und du kennst diese lustigen Quietsche-Puppen, die ausschauen wie so Hennen, wo man quietschen kann. Ich glaube, das ist ein Hundespielzeiger zum Draufbeißen. Okay, go on. Und das kann man ganz wunderbar miteinander kombinieren. Indem, dass man diese Henne oder dieses komische Spielzeug Bohemian Rhapsody einfach quietschen lässt. Okay. Da habe ich da jetzt das Video freigegeben. Das darfst du mal reinwerfen. Das ist nämlich auch so Channel maximal bescheuerte Dinge des Internets. Okay, ich mache das jetzt mal auf. Das sind so Gummihühner. Ja, genau. Ist bescheuert. Ja. Es ist nur eins. Es ist nur eins, ja. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich hab aber auch was genau in die Kern fällt. Die Frage stellt sich, warum? Wie kommt man da drauf, dass man ein Video aufnimmt, wo man diese Gummihühnchen so druckt, dass Little spannt? Gibt es ein Video auch von Bad Guy, von Billie Eilish und Take On Me von Aha? Ja, ich habe auch jemanden, einen Virtuosen sozusagen aufgetan, die auch ein ganz bestimmtes Musikinstrument verwendet, oder der, weiß ich nicht, ob es ein Sie oder ein Er ist, um quasi berühmte Melodien nachzuspielen. Hast du ungefähr Ahnung, was es für ein Musikinstrument sein könnte? Es ist eins, ich sage mal... Ein Didgeridoo. Nein, es ist was in vielen deutschen Haushalten schon Einzug gehalten hat, wo die Kinder oftmals genötigt werden, zu Weihnachten Lieder zu trällern. Hast du immer noch keine Ahnung? Eine Flöte. Ja, es ist eine bekackte Blockflöte. Ah, und, das ist ein Orgelinstrument, genauso wie Saxophone. Genau, und da gibt es jetzt quasi einen Channel, der heißt irgendwie Shitty Flute. Ja? Und der covert halt alle möglichen Themen. Und ich habe mir eins ausgesucht, was du kennst und was ich kenne. Und zwar ist das Game of Thrones Thema in der Shitty Flute Variante. Heißt somit Game of Flutes. Oh Mann. Ah!
Da rollt's der Zehennägel auf. Ah. Scheiße. Oh. Leck. Aber mit welchem Enthusiasmus? Ein Wahnsinn. Ach du Scheiße. Ja, ist rein. Alter, wie gut. Vollständige Flöten-Eskalation. Leck. Ich glaube, es reicht, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, es gibt der Kanal heißt Shitty Flute und da gibt es mehr solche Perlen. Recht. Da gibt es mehr solche Perlen. Geil. Nicht schlecht, oder? Ja, da hab ich gleich was dazu. Nicht in auditiver Form, aber in visueller Form. Mhm. Und zwar, solche Musik bedarf natürlich auch der korrekten Albumcovers dazu. Mhm. Und ich habe da jetzt einen Link freigegeben. Das sind die besten Albumcovers aller Zeiten. Die existieren tatsächlich. Okay. Und da kann man sich mal durchklicken. Mhm. Die sind ganz großartig. Ich schau mal. Die hässlichsten Plattencover der Musikgeschichte. Alex, das sind so, ganz oben Plattencover vom Herrn Heino. Ja, mhm. Wissen wir ja alle, dass das ein ganz hübscher Bursch war. Das ist Wahnsinn. Alle, komm weg zu Miami. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Natürlich ist James Last auch vertreten. Alle, Miljo Svetlana. Alle, let me touch him. Ja, also das sind wirklich, das sind Highlights. Also sowohl frisurentechnisch als auch designtechnisch. Da ist einer mit einem Hühnerredner, der heißt... Es gibt einen Bauchredner, der heißt Willy and the Rising Dick. Wahrscheinlich heißt der zwei Bauchpuppen Dick. Aber er war sich der Doppeldeutigkeit wahrscheinlich nicht bewusst. Die haben super, die kenne ich aber auch schon. Also irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Irgendwo bin ich da schon mal drüber gestolpert. In den Untiefen des Internets. Aber die sind hervorragend. Also wie gesagt, lauter Highlights, was Frisuren betrifft und... Herrlich. Ganz geil ist der Irmao Dekor. Moment, der Sänger heißt Katui und das Album heißt wohl Irmao Dekor. Yodeling praises unto the Lord. Eine als Indianerin verkleidete Princess Ramona, die offensichtlich jodelt. Mhm. Funkadelic, das kenne ich allerdings, das Cover, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber da haben echt ein paar ziemlich üble dabei. Mein lieber Herr Gesangsverein. 12 Favorite Gospel Songs. Und da ist noch nicht mal Comic Sans dabei. Na, aber die haben es trotzdem geschafft, scheiße auszuschauen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Da muss ich auch noch schauen. Ich habe sicher auch noch einen Beitrag dabei, der da thematisch dazu passt. Es ist eigentlich ist es kein Thema für mich. Im Sinne von nicht Fleischesser, aber für jemanden, der gerne Fleisch isst oder vielleicht auch gerne Wurst isst oder jemanden kennt, der gerne Wurst isst und diesen jemanden gerne mag und diesem jemanden ein ganz besonderes Geschenk machen möchte, da gibt es jetzt was Neues. Ja? Und zwar, du kennst auch diesen Trend, hast du sicher schon mal gesehen, wenn man jemanden zum Geburtstag eine Torte schickt, kann man doch allen möglichen Scheiß aufgedruckt lassen. Ja, so Marzipan-Drucker oder was irgendwie mit was das gemacht wird, keine Ahnung. Und für Fleischliebhaber kannst du dir jetzt quasi dein Gesicht auf Wurst. Ja? Und zwar bei aufschnitt.net kannst du dir eine individuelle Gesichtswurst machen lassen. Früher hat man Leute noch als Gesichtswurst bezeichnet, heute kannst du das kaufen. Mhm. Du wolltest Scheiße. Schon immer dein Gesicht, das deiner Freunde, dein Gesicht, das deiner Freunde oder Familie auf einer Wurst sehen. Kein Problem. Wir fertigen deine individuelle Gesichtswurst speziell für dich an. Gesichtswurst. Wir schauen uns das an und geben dir Bescheid, ob dein Foto für ein Gesichtswurst geeignet ist.
Der Preis beträgt 120 Euro. Ich glaube aber, dass das fake ist. Was ist das echt? Ich glaube, also du kannst das eigentlich nirgends bestellen. Also. Ja, du kannst Pudel schicken. Du kannst das schon schicken. Pudel kannst du schicken. Ist das bescheuert. Mhm. Aber du, Erwin, das ist keine richtige Wurst. Nicht? Stoff, wie sagt man? Oder? Stofftiere. Also ach so. Stoffwürste. Stoffwürste? Mhm. Du kannst dann nämlich da zum Beispiel ein Herz bestellen, das ist so oder ja, künstliche Zeige, Würste quasi. Ja, ich sehe schon, deren Shop hat auch so Lebensmittel quasi in Stoff. So Blutwurstkissen genau. Und Bierschinkenkissen und so Zeug. Wobei das ist ja so auch cool wie eine Bockwurstkette. Ja, oder Brezelkissen, das ist schon geil. Oder ein Busensitzsack. Warum auch nicht? Do. Super. Nein, das ist so wie diese Firma, es gibt auch diese Firma, die Bakterien und Viren und so weiter als Stofftiere vertickt da. Eine Kaufmannswaage als Kissen. Cool. Aber warum? Dein Gesichtswurst. Keine Ahnung. Warum sollte jemand sowas machen? Mei. Jeden Tag in der Früh steht ein Bläder auf. Das weißt besser wie ich. Ja, man muss was finden. Das ist einfach so. Man muss nur warten, bis er anruft. Das ist ja das. Mhm. Gesichtswurst. Gesichtswurst, warum auch nicht? Ich habe übrigens noch einen Klassiker aus dem Internet ausgenommen. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Weiß ich nicht, ob ich den schon kenne. Aber probieren wir es mal aus, ob ich den schon kenne. Das ist ein Fundstück, das ist ein Video, und zwar von einem Amerikaner, der seines Zeichens Tierpräparator ist. Mhm. Kennst du Chuck Tester? Nee. Chuck Tester ist ein Tierpräparator aus den USA, der stopft für Viecher aus, die er vermutlich auch selber joggt, so wie der ausschaut. Also das ist so übrig blimmender Redneck. Und der hat ein Video. Mhm. Und zwar ein Video, mit dem er für sich Werbung macht. Mhm. Wie ultralistisch seine ausgestopften Viecher ausschauen. Mhm. Und das darfst du mal reinschmeißen, wenn es. Oh musst. Gott, ich mir schon ein Schlimmes. Mhm. Bildschirm. You probably thought this deer was alive. And this coyote okay, was typ, alive. Der and heute halt ausgestopft. Ausgestopfte Viecher in Kamera. They're dead. They've been taxidermized by Chuck Testa. Ojai Valley Taxidermy. I specialize in the most lifelike dead animals anywhere. Period. Look at that antelope driving a car. Oh my God. No, it's just Chuck Testa. Oh no, there's a bear in my bed. Nope. Chuck Testa. Also der schaut aber schon aus. Hold on a second. There's a leopard sitting on the floor, out on my deck. Nope. It's just Chuck Testa with another realistic mount. Shipped to me from anywhere. Call Chuck Testa for the most lifelike dead animals around, period. Oh my God. Did that rhino just order a drink? Nope. Chuck Testa does not taxidermize pet. Oh Mann. Der Typ ist einfach nur krank. Vor allem ist dir aufgefallen, er hat an seinem Deckel, den er aufhat, hat er vorne einen SS-Totenkopf drauf. Oh Gott. Ja, der schaut aber auch ganz genauso aus wie jemand, der große Freude daran hat, Tiere zu töten und auszustopfen. Ja, ganz also genau. Also so dieser wirre Blick und dieser leere Blick, ja, der quasi nur durch Töten erfüllt wird, der ist gruselig. Der Typ. Das kommt davor, wenn Vater und Mutter Geschwister haben. Ja, das ist tragisch. Ja. Das ist tatsächlich tragisch. Das ist ein Klassiker des Weltnetzes. Ich glaube, ich muss jetzt da was Aufmunternderes dazwischen hängen. Ja. Und zwar, was habe ich denn noch Schönes? Ja, und zwar, du weißt ja, ich bin ja immer für deutsches Liedgut zu haben. Oh ja. Ja, und manche da vielleicht behaupten, ich mache das nur, weil ich mich gern fremdschaue. Aber das stimmt nicht. Ich habe auch Freude daran, wenn sie andere Leute fremdschauen, nämlich du. Und deswegen hören wir uns jetzt wieder deutsches Liedgut an. Und zwar von einer gewissen Anita Warnes. Oh Gott. Ja, und diese Anita.
Schönste Stern, ich hol dir einen runter. Die Leute, die was da im Hintergrund stängern, da, die haben bestimmt alle unter Drogen. Du, ich hab nen Zauberstab, ganz allein für dich. Du schaust den Himmel an und du sagst, ich hätte so gern, wenn man's arrangieren kann, nen wunderschönen Stern. Ja, ich hol dir einen runter, du da. Gott. Tausend Sternchen sehen, lösch einfach nur das Licht. Ja, ich hol dir einen runter vom weiten Himmelszelt. Hol ich dir einen runter, den schönsten Stern der Welt. Hol ich dir einen runter, den schönsten Stern der Welt. Da haut er doch der Vogel ab, oder? Wie man das so vollen Ernstes singen kann. Geweih. Jetzt weißt du, warum unser Podcast not safe for work ist. Definitiv nicht. Ja, weil wenn da junge Damen, vor allen Dingen das Publikum hat überhaupt gar nicht dazu passt. Und die werden wahrscheinlich alle aus den Latschen gefallen, so wie auf einmal diese Textzeile kommt. Ja, das Gute ist ja, dass die alten Herren so Aufnahmen wahrscheinlich schon und die Frauen die dann so. Ich glaube, dass da bei seinen Aufnahmen einfach eh nicht gesungen wird, sondern die einfach nur den Mund bewegen und dann das Little nachher draufgeklickt wird. Das heißt, die Leute drumherum wissen überhaupt nicht, was gesungen wird gerade. Ja, das ist meine Vermutung. Das kann natürlich auch sein. Aber die Frau hat schon so ausgehört, als ob sie schon geübt hätte. Die war schon sehr selbstsicher mit dem Playback. Die hat quasi, ich glaube, dass die vorher anschaffen war. Und hat sich gedacht, mei, da kann ich doch noch mehr Geld rausholen. Meine Herren. Wahnsinn, jetzt bin ich das Grundstück auch los geworden. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich das endlich weiter. Aber there's more. Na Schmarrn, heute nicht mehr. Nächstes Mal dann. Ja. Wie weit haben wir? So 50 Minuten oder was haben wir. Wir haben, glaube ich, gar kein bayerisches Wort des Monats. So, haben wir, freilich. Du hast uns gesammelt. Ich habe doch uns gesammelt. Aber ist ja noch nicht so weit. Vorher habe ich noch was dabei. Ich brauche wieder mehr Fundstücke, sehe ich gerade. Du bist da voll ausgestattet und ich habe gar nichts. Ich habe mir noch was freigeschaltet. Und zwar, wenn du ein Geek bist und Sexspielzeug kaufen möchtest, dann kaufst du am besten Geeky Sex Toys. So, das war mein Tagline. Jetzt schaust du einfach an. Bei Etsy quasi gibt es einen. Natürlich bei Etsy, sehr klar. Einen Hersteller. Und jetzt lese mal vor, was man da für Sexspielzeug kaufen kann. Du kannst da kaufen zum Beispiel die Meerjungfrau Dildo der Tiefe. Das ist ein Gummidödel, der ausschaut wie der untere Teil von Ariel, die Meerjungfrau. Aber für die Dame. Mhm. Du kannst ein Einhorn-Dildo kaufen. Ein Meister-Dildo-Schwert. War super. Boah, Zelda-Schwert in Dildo-Form, wie gut. Mega. Vibe Trooper und der Hand Solo, den finde ich super. Der männliche Masturbator, der Hand Solo und der Raumstation Ball Gag. Oh ja, der Todesstern als Gagball. Und der Dildo da. Ein grünen Yoda-Dildo. Oh, es ist super. Spiel von Mann. Und die drei Start-Pokémon als Dildos, auch cool. Mhm. Das ist schon so ein Schädel-Silikon-Schwanzring. Wie heißt der? So was haben wir, gibt es Möhren in ihr. Spider-Plug, Silikon-Anal-Plug mit dem Spider-Man-Symbol. Geil. Dildeck vom Dr. Who. Wie gut. Und Dickpool gibt es auch als Bondage-Kit. Oder ein D20 als Gagball, finde ich ja super. Ein Hawk-Ass-Pfeil-Dildo. Und die Infinity-Faust. Ollig! Und kannst du dann Bitcoin als Buttplug kaufen. Ist ja nicht super. Boah, die Infinity Faust ist super. Oh, ist die gut. Herrlich, oder? Oh, wie gut. Zombie Dildo Uncut. Die Mighty Morning Anal Rangers. Oh, es gibt einen Pikachu Buttplug. Und ein Alien Dildo. Das schaut wie der schlüpfende Alien ausschaut, ne? Mhm. Dix, der Zerstörer.
Ich glaube, dass das nicht von Natives übersetzt worden ist. Aber nein, ich finde es trotzdem cool. Super, ja. Mhm. Weil wir gerade bei Nerdstuff haben, da habe ich auch noch was. Mhm. Und zwar, was gibt's Besseres als vor dem Computer zum Sitzen und zu zocken? Genau, vor dem Computer zu liegen und zocken. Natürlich. Und dafür hat jetzt eine Firma ein Bett entwickelt. Mhm. Und den Link kannst du auch anschauen. Das ist das WTF Gaming Bett für aufstrebende Spieler ohne Aufstehambitionen. Okay. Und das ist super. Schauen wir mal, wo das ist. Ist das ein Beitrag? Oder ein... Mhm. Okay. Ach, das ultimative Gamer-Bett. Da haben wir es. Oh, leck. Das ist schon sehr geil, gell? Ich stehe auf und gehe von meinem Bett zu meinem Schreibtisch. Warum ist das so kompliziert? Eine Frage, die sich jeder Gamer mal stellen sollte. Das ist einmal Tagline. Also, baust du einfach ein Gaming-Bett. Da spinne ich. Ja, genau, die Bettpfanne fehlt noch. Das ist da nicht. Dann kannst du das einfach laufen lassen. Ja, bloß so adrett wie dieser Herr auf diesem Werbefoto, wenn die Leute nicht ausschauen, die wo es da drin liegen. Vermutlich dann nicht. Eher so wie die bei der WoW-Folge von South Park. Ja, ja, das sind irgendwelche ungewaschenen, fetten, ekelhaften Nerds, die da halt seit Wochen in diesem Bett drin liegen und wahrscheinlich sich schon Wundgelenk haben. Übrigens, eine strukturverstärkte Doppelbettversion mit Metallrahmen gibt es derweil noch nicht. Warum auch? Ja, warum auch? Eben. Aber du kannst ja auch, also es ist ein Rollcontainer mit dabei, wo du halt deine Snacks einsteigen kannst, mit Einkerbung für Getränke. Und das Beste ist, es gibt einen separat erhältlichen Gaming-Pyjama. Mit Reißverschluss im Gesäßbereich. Ja, ist ja klar, weil wenn es schnell gehen muss. Dann muss es schnell gehen. Das ist nämlich also übrigens, ist schon das Maximum der Lethargie, oder? Ja, ja. Also ich bin ja schon, ich muss mich jetzt outen, ich bin im Besitz eines Onesies. Ja? Weißt du, was ein Onesie ist? Onesies sind super, ich bin auch am Überlegen, ob man. Der ist total super, aber sie haben ganz einen entscheidenden Nachteil und der ist ja hier adressiert worden, nämlich wenn es da Toilettengang. Du musst ja nämlich halber ausziehen auf gut Deutsch. Ja, du musst ja quasi den Reißverschluss aufmachen und dich entblößen. Und wenn es kalt ist, ist es scheiße. Also war es natürlich besser, du könntest quasi im Gesäßbereich quasi eine Öffnung. Einfach nur einen Reißverschluss aufmachen. Ja, das, ich mag das, wenn die Leute mitdenken. Ja. Jetzt schaue ich gerade, ob ich noch was habe. Nein, ich habe nichts mehr. Das war ein Thema, das kann ich mir fürs nächste Mal aufheben. Dann lassen wir es doch für heute. Dann machen wir noch unsere beliebte Kategorie. Und zwar unser bayerisches Wort des Monats. Des zwei Monats. Des drei Monats. Des drei Monats fast schon, gell? Ja, was hast du denn gesucht? Also ich habe nichts gesucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Martin hat mich draufgebracht. Mhm. Das hat er irgendwann einmal im Büro fallen lassen. Und das Wort, das ist halt einfach der absolute Wahnsinn. Weil so ein Wort kann es auch nur im Bayerischen geben. Mhm. Und zwar ist es eine Kaiwi-Milli-Eimer-Gummidieseldichtung. Kaiwi-Milli-Eimer-Gummidieseldichtung. Ganz genau. Weißt du, was eine Kaiwi-Milli-Eimer-Gummidieseldichtung ist? Naja, das ist die Gummi, die Dichtung eines Schnullers, eines Gummischnullers an einem Eimer, an dem quasi ein Kalb nuckelt. Ganz genau. Ja? Das ist eigentlich schon die ziemlich genaue Definition dafür. Ja, ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben. War kompliziert. Hast du das erfasst, das bayerische Wort des Monats? Ja, habe ich. Habe ich sechs nicht, hast du nicht freigegeben. Wie dem auch sei, der Kaibi. Kaiwi-Milli-Eimer-Gummidieseldichtung. Kaiwi-Milli-Eimer-Gummidieseldichtung. Ich glaube, das ist mit Abstand das längste bayerische Wort, was wir bislang gehabt haben. Auf jeden Fall. Es gibt auch keinen Link zu irgendeinem Wörterbuch oder so, weil ich vermute, es ist halt einfach aus dem Slang aus dem bayerischen Slang. Aber ich habe einen Amazon-Link dazu gepostet, wo du dir einen Kaiwi-Milli-Eimer kaufen kannst. Ich sehe das zwar immer noch nicht, aber gut. Das kritisiert um mich und geht ganz obi. Das tue ich doch schon die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich draufklicken, dass ich auch deine Beiträge sehe. Das war sinnvoll. Das war super. Nein, jetzt habe ich es gesehen. Wunderbar. Ja, ihr merkt schon, wir sind A, ein bisschen eingerost. B, sind wir remote. Ja, also wir entschuldigen uns jetzt schon, falls die
falls die Folge noch beschissener war als sonst. Weil es ist tatsächlich total ungewohnt für mich. Es ist einfach nicht dasselbe. Nein, es ist nicht das Gleiche. Und weißt du, da hockst du daheim ohne Hosen, anstatt im gleichen Zimmer ohne Hosen. Ja, und wir können nicht anstessen. Ich kann nicht in der Freibier-Legion schauen. Zumindest du, hast nicht einmal ein Bier. Ich habe zumindest ein alkoholfreies gehabt. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass sich dieser Zustand in Bälde bessern wird. So dass wir uns auch wieder sehen können. Das war ja dann quasi theoretisch und praktisch in 4 Wochen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich da gar nicht so zuversichtlich bin. Direkt nebeneinander wahrscheinlich nicht. Wie lange uns das C-Wort dann noch beschäftigen wird, weil wir werden uns jetzt tatsächlich ohne Flachs bis Ende April schon mal arbeitstechnisch nicht sehen. Weil da, selbst da haben wir quasi ins mein Home ist ja mein Office, ins Homeoffice geschickt worden, alle zwei. Und auch wenn ich die Woche. Zwei, alle 40. Ja, alle 40. Alle haben sie im Homeoffice. Alle haben sie im Homeoffice. Und auch wir. Das heißt, wir sehen uns einmal am Tag auch über Webcam. Und das war's dann. Mal schauen, ob dieser Zustand bald ein anderer wird. Wir bleiben euch auf alle Fälle erhalten und beim nächsten Mal haben wir ja schon ein bisschen eine Übung, falls das dann auch wieder remote stattfinden muss. Wer uns in der Zwischenzeit Rückmeldung geben möchte, also uns gut zureden, ja, oder wie sagt man denn, Hoffnung machen, ja, dass wir uns bald wieder sehen, also den Trennungsschmerz mildern, der kann das natürlich und unterstützen möchte, er kann natürlich wie immer seine Freund für uns erzählen, er kann seine Freund erzählen, dass es uns trotz C, dem C-Wort immer noch gibt, der kann uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen, diese und jede andere Episode kommentieren, unsere Nachricht schreiben, uns auf Apple Podcast oder Panoptikum.io bewerten, uns via Flatter unterstützen oder uns anderweitig als Sache oder Geld spenden zukommen lassen. Ihr seht, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Ich habe jetzt Zeit. Ja, ich kann jetzt kommentieren wie blöd. Alle Links und Hinweise dazu findest du natürlich in den Shownotes von derer und alle anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf oh.exclamatio.de. Du hast das ganze Lore vorlesen müssen. Ja, weil es du nicht hast, ja. Ich hätte jetzt noch einen Link schicken können auf die Schnelle, weil im Vorfeld haben wir wieder nicht dran gedacht. Ja. Das wäre ja noch schöner, wenn wir mir mal professionell arbeiten würden. Ja, das. Na, so weit kommt es noch. Nein, ich bin jetzt. Das, ja, wir haben schon mal bessere Folgen produziert, Bömi, aber. Das lieber, ist überhaupt nicht wahr. Naja, lieber. Das war die beste Episode aller Zeiten. Nee, lieber schlecht podcasten als gar nicht podcasten. Wir machen das wie die FDP. Genau. So machen wir das. Gut, Bömi. Dann würde ich sagen, haben wir es wieder einmal geschafft. Mit Ach und Krach, mit Hängen und Würgen haben wir uns diese Episode durchmanövriert. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes, als euch da draußen ganz viel Gelassenheit und Gesundheit zu wünschen. Bleibt uns erhalten, lasst euch nicht ganz so narrisch machen und schaut, dass euch Deck nicht auf den Kopf fällt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Demnächst. Servus. Für dich.